eine ist Claire. Meine große Warmblutstute, die habe ich seit etwas mehr als einem Jahr, gehört die mir. Ich kenne die aber schon, ich glaube, 1,5 Jahre oder so habe ich die schon gekannt. Also bevor ich die übernommen habe, die war bei uns auf der Weide eingestellt. Und die ist körperlich, muss ich sagen, eigentlich relativ gut dran. Die kommt ja aus dem hohen Sport und hat da nicht mehr so ganz mitgemacht, wie das sich da die Leute gewünscht haben. Also die ist da gestiegen und gebuggelt und ich glaube, die hat auch also beim Satteln und so manchmal versucht zu beißen. Und sie hat auch Sattelzwang. Und bei ihr habe ich zum Beispiel dann eben angefangen mit ganz, ganz einfachen Übungen. Also die war schon beim Hufegeben zum Teil angespannt. Krass, ja. Ich weiß ja nicht wirklich, was alles passiert ist bei ihr, aber bei ihr war einfach das Hufegeben war schon zum Teil so eine Anspannung und ob sie jetzt davon springen möchte oder nicht, hat sie sich dann auch überlegt. Und bei ihr habe ich wirklich angefangen, einfach ruhig im Schritt ein paar Führübungen, vielleicht mal ein paar Aufgaben, einfach so, ich bin ja noch im Horse Agility, da so ein paar einfache Schrittübungen mit einzubauen, so ein bisschen Vertrauenstraining auch. Und erst dann habe ich angefangen mit ihr, als ich gemerkt habe, jetzt vertraut sie mir, jetzt wehrt sie sich nicht mehr, wenn ich etwas von ihr möchte, sondern jetzt lässt sie sich darauf ein. Ja. Also ich habe wirklich ein paar Wochen einfach nur, ja, du kommst jetzt einfach mal mit den anderen Pferden, läufst mal an der Hand mit oder wir machen auf dem Platz ein bisschen Übung eben über ein paar Stangen oder sonstige Aufgaben durch ein paar Gassen oder so. Und allein schon das Aufhalf, dann war schon eigentlich eine Herausforderung. Das mochte sie einfach nicht. Wie hat sich das jetzt verändert? Ja, also sie ist jetzt inzwischen ein sehr aufgewecktes Pferd. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich sie nach so einer kurzen Zeit schon so reite, wie ich es jetzt mache. Also die ist wirklich, ich glaube, die vertraut mir jetzt wirklich. Also das merkt man auch. Das ist auch total süß. Die orientiert sich auch immer an mir. Auch wenn alles rundherum viel aufregender ist. Also die war dann immer so ein bisschen aus sich gekehrt. Also war immer aufgeregt und hat alles andere um sich herum angeguckt. Und jetzt langsam habe ich so das Gefühl, jetzt wird sie so geerdet und jetzt wird sie langsam so ganz ruhig in sich ruhend und da können die anderen Pferde rundherum irgendwie herumgaloppieren und ein Drama haben und für sie ist das überhaupt nicht schlimm. Das wäre vor ein paar Monaten noch gar nicht möglich gewesen. Ja. Und auch auf der Weide, also in der Herde und so, ist jetzt, finde ich, nochmal ein Stück mehr angekommen und noch ruhiger. Und trotzdem albert sie manchmal rum, das finde ich sehr interessant für eine Stute, mit den Jungs spielt sie manchmal ein bisschen. Ach cool. Und ja, ich glaube, der geht es jetzt langsam richtig gut und eben körperlich können wir jetzt auch ein bisschen arbeiten.